Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motility und heute mal ein bisschen quatschen. Wir werden nachher nochmal eine Runde spielen, aber jetzt geht es hier erstmal um meine Gedanken zu dem Sandbox 2021 Test für die Überarbeitung der HI-Granaten. Allerdings, ich muss es hier direkt gleich am Anfang sagen, das gilt nur für Panzer, nicht für Artillerie. Die Artillerie ist unangetastet auf diesem Sandbox-Server. Jeder kann natürlich diesen Test mitmachen bis zum 15. Februar und ja, man muss nur ein paar Gigabyte runterladen, so 26 oder so. Hat eine Weile gedauert und dementsprechend werden hier wahrscheinlich die wenigsten mitmachen. Ihr bekommt, solltet ihr hier gespielt haben, später auf dem Live-Server, also auf dem normalen Standard-Server, wo wir alle spielen, dann eine Umfrage, nachdem der Test hier durch ist und dann könnt ihr Sachen anklicken von 1 bis 5, hat es euch gefallen, war es besser oder schlechter, wie auch immer. So, dann gucken wir uns mal an, was passiert. Die HI derzeit im Spiel funktioniert wie folgt. Man trifft ein Fahrzeug, wie zum Beispiel den Mausturm, das funktioniert aber auch bei jedem anderen Fahrzeug, und die Granate sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Und dieser Widerstand ist am geringsten eben auf der oberen Wanne. Das heißt, wir haben eine Sphäre, eine Explosionssphäre, ja, der Splash-Radius, und dieser Schaden geht in alle Richtungen. Sollte er auf geringe Panzerung treffen, wird dort der Schaden berechnet. Und dementsprechend machen HE-Granaten, die eben diese Sphäre auf gute Regionen setzen, wie zum Beispiel die Oberwanne, die Unterwanne, also ne, unter dem Fahrzeug, oder auf andere leichte Ziele, werden dort natürlich immer Schaden machen. Dementsprechend ist es derzeit halbwegs egal, wo ihr ein Fahrzeug trefft. Und es ist wirklich ein Lotto, wo der Schaden ankommen wird. Kommt halt immer darauf an, wo die Granate landet, ne, ob der Server auch mitspielt, dann berechnet wird und so weiter und so fort. Das will Wargaming ändern. Wie wollen sie es ändern? Und warum wollen sie es ändern? Kommen wir erstmal zu dem Warum. Wargaming schreibt hier wie folgt. HI-Granaten Pro und Contra. Pro, spaßige und spannende Spielweise, einzigartig im Spiel. HI-Granaten sind ohne Zweifel die spannendste Munition im Spiel. Ja, weil man keine Ahnung hat, ob man durchschlägt oder nicht. Bei einem der seltensten Durchschläge verursachen sie hohen Schaden, manchmal deutlich mehr als erwartet. Als Ergebnis bleiben solche befriedigenden Schüsse eher im Gedächtnis. Man denkt noch nach dem Gefecht oder gar nach der Spielsitzung dran. Ja, es ist halt ein Lotto. Ja, klar, ein Lottogewinn hat man im Kopf. Leicht Schaden zu verursachen. Wenn eine HI-Granate abgefeuert wird, muss man nicht mit der Dicke des gegnerischen Panzerungs befassen oder auf die Schwachstelle zielen. Das stimmt. Aus nächster Nähe kann man die HE-Granaten schneller feuern, ohne groß zu zielen und Schwachstellen des Gegnerpanzers zu suchen. Man verursacht Schaden, auch ohne die Panzerung zu durchschlagen. Auch das stimmt. Contra. Gut gepanzerte Fahrzeuge erleihen hohen Frontalschaden durch HE-Granaten großen Kalibers 130 mm plus. HE-Granaten werden eigentlich wegen ihrer geringen Durchschlag nicht gegen gut gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Ausnahmen sind bestimmte Fahrzeuge mit HE-Granaten hohen Kalibers 130 mm plus. Also S7, WZ, EN100, FV183 und so weiter und so fort. 60TP fällt mir da noch ein. Die keine andere Option haben. In solchen Situationen können HE-Granaten exzessiv viel Schaden verursachen, was vor allem für Fahrzeuge frustrierend sein kann, deren Frontalpanzerung solche Treffer eigentlich leicht aushalten sollte. Auch das stimmt. Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Schaden man verursacht oder erleidet. Im aktuellen System sind HE-Granaten die am schwersten einschätzbaren Granaten, da sie einen großen Schadensbereich umspannen und zur Mechanik der Schadensberechnung unklar sein kann. Das liegt aber auch daran, dass Wargaming einfach keinerlei Infos über diese Mechaniken herausgibt. Alle Infos dazu sind entweder veraltet oder von Spielern herausgefunden. Und das ist immer ein bisschen nervig. Ja, anstatt man einfach einen Beschusstest im Spiel, wie es in War Thunder zum Beispiel schon gang und gäbe seit Jahren, einführt, dass man ein Fahrzeug, das Kaliber und so weiter, die Munitionsart aussuchen kann und dann einfach auf das Fahrzeug schießen kann und guckt, was passiert. Ja, wie wäre es denn da mit Wargaming? Zeigt uns doch einfach, wie es funktioniert und gebt uns die Zahlen. So, hier viel hängt von Zufallsfaktoren ab, die man nicht beeinflussen kann. Das stimmt. Wer eine HE-Granate abfeuert, weiß nie sicher, wie viel Schaden verursacht wird oder ob. Überhaupt, das stimmt. Habt ihr mal mit einer HE auf eine Grille geschossen? Eigentlich sollte man auf einer Grille ohne Probleme durchkommen, zumindest wenn man in einem EN100 sitzt. Aber so oft ich eine HE-Granate auf eine Grille abschieße, so selten habe ich sie auch überhaupt getroffen, durchschlagen und gleichzeitig mehr als 100 Schaden gemacht. Weil oftmals trifft man die Kanone. Wer solche Schüsse abbekommt, kann nur den Schaden nur schwer verhindern oder minimieren. Wie oben erwähnt, in seltenen Fällen können HE-Granaten, welche die Kommandantenkuppel treffen, sogar den Motor des Fahrzeugs in Brand setzen. Auch das stimmt. Das ist möglich.
HE-Granaten sind bei Geschützen kleineren und mittleren Kalibers unbeliebt. HE-Granaten werden selten bei Geschützen mit einem Kaliber unter 130 mm eingesetzt, weil der Schaden bei solchen Geschützen oft noch unberechenbarer ist. Ja, oder nicht existent. Natürlich können auch diese ordentlichen Schaden verursachen, aber das geschieht nicht oft. Ja. Das stimmt alles soweit. Ja, die Pro und Kontras sind durchaus da. Ein Pro haben sie allerdings vergessen, beziehungsweise ein Kontra auf der anderen Seite. Und zwar den Power Creep. Aber dazu komme ich später. So, warum schießt jemand HE in diesem Spiel? Also zumindest jetzt bei uns auf dem Live-Server. Es gibt drei Möglichkeiten, warum man eine HE schießen könnte. A, man will einen Gegner die Track wegziehen, also die Kette, oder er steht im Cap und will ihn halt mit HE dort die Kette wegziehen, damit er nicht mehr capt. Das ist eine Möglichkeit. B, man kann ihn durchschlagen. Natürlich, ne, wenn man auf einen Nashorn schießt mit einem 150 mm Geschütz, dann kann man es durchschlagen und dann will man es auch durchschlagen. Das ist Nummer B. B ist, man hat einen Power Creep vor sich. Und da ist eine HE-Granate oftmals die letzte und einzige Möglichkeit, überhaupt etwas gegen dieses Fahrzeug zu unternehmen. Was ist ein Power Creep? Wargaming hat vor ein paar Jahren angefangen, Power Creeps in das Spiel zu bringen. Angefangen mit einem Chrysler, einem Defender, später einem FV, einem Objekt und so weiter und so fort. Fahrzeuge, die in gewissen Spielsituationen, die gar nicht so schwer herzustellen sind, vor allen Dingen mit einem guten Fahrer, quasi unverwundbar sind. Das passiert leider sehr, sehr häufig. Beispiel. Ein gut, richtig gut stehender IS-7, ja, wo man wirklich nur die Kanone und den Turm sieht. Der ist quasi unbezwingbar. Das gleiche gilt für einen Chieftain, das gleiche gilt für ein Objekt 907, ein Objekt 274, 279, was auch immer. Und drei davon, die ich gerade eben erwähnt habe, sind Premium-Versionen von anderen Fahrzeugen hier im Spiel, an die nicht leicht ranzukommen ist. Der Chieftain, da muss man schon wirklich einen richtig guten Clan haben, muss die Kampagnen durchspielen und man muss sich in den Top 10% einfinden. Was echt nicht einfach ist. Objekt 907, das gleiche. Und das 274, 279, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, ist durch den Kampagnenmodus auch relativ schwer zu kriegen, weil dort extrem viel RNG mitmacht. Man muss so und so viel Sachen, goldene Medaillen oder was auch immer spielen. Und das alles mit allen Fahrzeugen. Das heißt, wer nur die Deutschen hat, hat keine Chance, das Ding zu kriegen. Und das finde ich ist ein Problem. Diese Fahrzeuge, diese Power Creeps, die sehr, 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 sehr gut in manchen Spielsituationen performen, die oftmals unaufhaltbar sind, haben nur drei Feinde. Ein flankierendes Gegnerfahrzeug, welches rumkommt und die Turmpanzerung umgeht, indem sie auf die Wanne schießen, also ne, hinter ihm, neben ihm, wie auch immer. Das bedarf oftmals einer Übermacht oder einem schlecht funktionierenden Flankenschutz. Artillerie, ja, wenn sie trifft, tut sie richtig weh. So ein FV zum Beispiel sollte immer Main-Target sein für Artillerie, weil der halt relativ leicht rauszunehmen ist durch die schlechte Dachpanzerung. Oder die dritte Möglichkeit ist HE von großen Kalibern, wie einem EN-100, einem IS-7, einem WZ oder wie auch immer. Das sind die drei großen Probleme, vor die sie diese Power-Creeps ja, in Acht nehmen müssen. Alles andere ist denen scheißegal. Und ich sag's mal so, oftmals ist die Chance hoch, dass eine Artillerie dabei ist, aber nicht so hoch, dass die Leute flankieren und schon gar nicht, dass die Leute auch in den richtigen Situationen mit der richtigen Munition spielen. Das heißt, diese Dinger haben in 60-70% der Fälle einen Freibrief und fahren einfach durch das Gegnerteam durch. Das haben wir alle schon erlebt und das ist nicht sonderlich schön. Und genau deshalb ist es wichtig, HE dabei zu haben, um eben diese Dinger, sollten sie perfekt stehen und man nicht drum rumfahren kann, wegfahren kann, sich eine andere Position suchen kann, Artillerie drauf jagen kann, dann ist HE oftmals die einzige Möglichkeit, überhaupt Schaden zu machen. So, was wird jetzt in dieser Situation hier geändert? Erst einmal, wir ändern hier auf dem Testserver Folgendes. Der lustige Kreis ist weg, wie ihr seht. Ne? Wir haben die ganze Zeit gesehen, wie die normale HE-Granate hier eingeschlagen ist und hier die Sphäre der Explosion gemacht hat. Das ist jetzt vorbei. Wir haben keinerlei Splash mehr auf der HE-Granate. Null. Das heißt, die HE-Granate wird exakt dort berechnet, wo sie einschlägt. Nicht mehr hier irgendwas mit, wir treffen mal ne, den
die leichte Panzerung hier auf dem Fahrzeug oben, auf der Wanne. Nein, wir treffen die dickste Stelle am Fahrzeug und damit wird auch der Schaden berechnet. Und wer schon mal mit größeren Kanonen geschossen hat, KV-2, FV und so weiter, weiß, es ist nicht einfach, damit zu zielen. Man trifft das Fahrzeug ja. Oftmals auch günstig oder wie auch immer. Ne? Aber man trifft keine Weak Spots. Keine Chance. Ja? Nicht mit dem FV, nicht mit dem R100. Außer man ist sehr nah dran. Und oftmals will man nicht so nah dran sein. Und deshalb wird man mit den großen HE-Schüsseln oftmals dicke Panzerung treffen. Und das heißt auch, dass Panzerung, die sehr, sehr stark angewinkelt ist, dementsprechend effektiver wird, wie zum Beispiel beim Sidescrape, ne, von einer Maus, einem Objekt 705 oder sonstiges, wird mit HE unpenetrierbar. Man macht schlichtweg keinen Schaden mehr daran. So, das ist schlecht. Zumindest für den, der HE schießt. Für den, der Sidescrapt und diese Power Creeps in die richtigen Positionen bringt, ist das natürlich ein gottgegebenes Geschenk. Denn die können austeilen, kriegen selber aber nichts ab. So, zweite Sache, was halt fehlt, ist eben der Splash-Radius. Im Moment ist es so, wenn ich mit einem R100 auf zwei Ziele nebeneinander schieße, treffe ich den einen, wird der andere mitbeschädigt. Im besten Fall. Das ist raus, das funktioniert nicht mehr. Man kann mit einem R100, mit dieser Mechanik, keine zwei Ziele mehr treffen. Drittens, wenn ich mit einem Fahrzeug wie dem R100 unter das Fahrzeug durchgeschossen habe, kann es passieren, dass die Granate hier explodiert und in den Kampfraum eindringt. Durch den Splash-Radius, der die untere Wanne, also ne, die, ja, ich weiß nicht mal, wie das heißt, die Panzerung unterm Fahrzeug quasi durchschlägt. Das kann durchaus sein. Und so macht man theoretisch vollen Schaden. Funktioniert nicht immer, aber manchmal funktioniert es. Ist raus. Auf dem Testserver hier mit der neuen HE-Mechanik funktioniert dies nicht mehr. Dritte Sache. HE-Granate berechnet sich nun vom Schaden her an der Dicke der Panzerung. Das heißt, wenn ihr mit HE einen R100 trefft am Turm, sagen wir mal, wir sitzen auch an einem R100. Wir haben 86 Durchschlag. Die Turmpanzerung liegt bei 270. Das heißt, sollten wir einen R100 hier mit HE treffen, werden wir summa summarum nicht mal 100 Schaden machen. Ja, wenn überhaupt. Sollten wir allerdings die Kanonenblende treffen, die bei vielen Fahrzeugen, nicht bei allen, aber bei vielen Fahrzeugen, bei, sagen wir mal, 80-90% der Fahrzeuge, der wohl dickst gepanzerte Punkt an einem Fahrzeug ist, sollten wir diese treffen, machen wir keinerlei Schaden. Null. Das ist im Moment auf unserem Live-Server anders. Sollten wir jetzt hier irgendeine Stelle treffen, gibt es ja den Splash-Radius und der sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Das ist bei Russen halt ein bisschen schwieriger, durch die Turmrundung. Ne, aber theoretisch ist es möglich, dass man, wenn man einen R100 mit HE trifft, dass man auch hier den Fahrer umnietet. Das ist jetzt nicht mehr drin. Etwas anderes ist jetzt drin. Und zwar haben wir lustigerweise eine Hash-Mechanik drin. Moment. So. Diese Hash-Mechanik funktioniert wie folgt. Hash wurde von den Briten entwickelt gegen die Russen. Weil die Russen natürlich runde Türme hatten. Und diese recht schwer zu durchschlagen sind. Deshalb hat man Quetschkopfgranaten genommen. Also Plastiksprengstoff, der auf runde Flächen auftritt. Also Türme zum Beispiel. Dort explodiert und Splitter nach innen sendet. Ne? Also man trifft einen Turm, Crew tot. So läuft das. Und Hash war damals ein sehr, sehr effektives Mittel gegen russische Fahrzeuge. Und genau das soll jetzt für alle HE-Granaten kommen. Ich kann euch aber sagen, rein aus der Erfahrung, es ist nicht so schlimm wie Hash damals in Yongpi-Pur-Krieg war, wie auch immer. Es ist nur ein kleiner Bonus für denjenigen, der HE schießt. In, sagen wir mal, 2 von 10 Treffern, die man auf den Turm kriegt, fällt irgendwas im Turm aus. Das heißt, die Splitter sind da, aber sie werden nicht oft irgendetwas verwunden oder gar rausnehmen. Und das ist jetzt neu, quasi. Also wir haben die Hash-Mechanik jetzt im Spiel als quasi Ausgleich, dass wir keinerlei Splash-Radius mehr haben. Das heißt übrigens auch, dass wenn man mit einem großen R100 daneben schießt, man keinen Schaden mehr macht mit. Das war knapp, was ich sehr, sehr schade finde. So, jetzt haben wir viel gequatscht. Hab echt viel gequatscht. Und ganz kurz, was ändert sich jetzt eigentlich genau für uns? Also, die großen HE-Kniften müssen jetzt auf Weakspots zielen. Tidescrapping wird sehr viel stärker. Der Schaden an sich ist
tatsächlich berechenbarer. Das heißt, man macht immer seine 200 Schaden mit einem großen Kaliber, egal wohin man auf große Panzerung schießt oder gar keinen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Man durchschlägt nichts mehr frontal, das ist vorbei. Und drittens, der Indikator, wohin ihr zielt, funktioniert endlich. Das heißt, da er jetzt nicht mehr den Splash-Radius berechnen muss und den Wert des geringsten Widerstands, den Weg des geringsten Widerstands nimmt, kann der Indikator von eurem Zielvisier nun endlich zeigen, ja, orange, das heißt, wir machen Schaden, rot, wir machen gar keinen Schaden, oder grün, wir durchschlagen die Karre. Eine Sache hat sich übrigens noch geändert, das habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar HE-Granaten können jetzt, das ist sogar ziemlich wichtig, so eine Dinge wie Mauern durchschlagen. Das heißt, wenn wir jetzt auf dem Live-Server eine HE oder eine HE-Granate abschießen, auf eine Mauer, weil dort hinter ein Fahrzeug ist, wird beides in der Mauer hängen bleiben, es wird nichts beim Gegner ankommen. Die Mauer geht allerdings kaputt. Jetzt hier auf dem Testserver ist es so, dass die HE-Granate eine Mauer durchschlägt, dann das gegnerische Fahrzeug trifft und dann noch Schaden macht. Das ist neu. Das gilt übrigens auch für Schottpanzerung, EBR-Reifen, Schürzen eines Panzer 4H etc. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Allerdings, EBRs gegen HE wird bestimmt lustig. So. Ein letztes Wort noch zu Kleinkalibern. Wir haben jetzt nur von den großen Kalibern gesprochen, weil die eben am meisten profitieren von HE. Was ist mit den Kleinkalibern? Den 10-5er da draußen, den 7-5ern, den 8-8ern, den 128ern oder sonstiges. Ja, also hier zum Beispiel ISOs zum Beispiel, die haben natürlich immer noch ihr Schadenspotenzial, auch wenn der ziemlich gering ist, aber dazu kommen wir später im Gefecht. Wenn wir jetzt aber einen T-44 mit einer 100 mm nehmen, der kann HE schießen, er wird Schaden machen, allerdings wird er eine dreistellige Zahl eher selten sehen. Er kann etwas durchschlagen mit HE. Er kann Schaden machen mit HE, auch auf ein bisschen dickerer Panzerung, sagen wir einem T8er, ja, einem T8er Heavy, kann er Schaden machen, allerdings nicht sonderlich viel. Es reicht aber, um zum Beispiel einen Gegner am Cappen zu hindern. Auch einen schwer gepanzerten, der gut steht. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Änderung. So, das heißt, die Kleinen profitieren tatsächlich nicht vom Schaden, aber von der Möglichkeit, etwas am Cappen zu hindern. Der Schaden an sich ist immer noch irrelevant, aber man macht immerhin Schaden. Das ist schon mal gut. Und die großen Fahrzeuge, die verlieren. Die verlieren ganz, ganz, ganz stark. Denn so eine Toolboxen wie der E100 oder der FV Stage 2, die verlieren richtig übel. KV-2 übrigens auch. Denn all ihre Schüsse werden weiterhin Schaden machen, aber ungefähr ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte weniger als auf dem Live-Server. Das heißt, wenn ich mit einem KV-2 auf ein größeres Ziel schieße und 400 Schaden mache, weil ich irgendwo die Oberwanne penetriert habe, wenigstens ein bisschen, werde ich jetzt auf diesem Server hier nur 200 Schaden machen. Also glatt die Hälfte. Und auch das gleiche gilt für den FV 405 Stage 2. Auch der macht keine 700 da mehr, wenn man irgendjemand ins Gesicht schießt. Die Zeiten sind vorbei. 350 bis 400 ist Maximum. Man muss, und das ist mit den Dingern echt schwer, Weak Spots treffen. Der Indikator zeigt, ob man Schaden macht, ob man durchschlagen kann oder ob man gar keinen Schaden macht. Das passiert nämlich auch häufiger. Man kann tatsächlich auch durch Ketten und so weiter durchschießen. Sollte man hier vorne beim FV durch ein Kettenrad schießen. Die Granate kommt hier raus, fliegt hier durch, fliegt komplett an dem Fahrzeug vorbei und man hat null Schaden gemacht. Das kann passieren. Das war vorher unmöglich, weil die Granate spätestens hier explodiert wäre und man hätte ihn tracken können. Das mit der neuen Mechanik fliegt die Granate da einfach durch. Finde ich ein bisschen albern, aber naja. Also, die großen Teile sind unspielbar danach. Man kann sie immer noch spielen, aber es macht keinen Spaß mehr. Tut mir leid, Wargaming. Und damit ist schon mal der Spaßerhalt für die Großen, das Ziel, was sie sich gesetzt haben, eins von drei Zielen, ist nicht erreicht worden. Die großen Kanonen machen keinen Spaß mehr mit der HE-Mechanik. Die kleinen können jetzt mit HE was anfangen, ist nur zum Teil erreicht worden. Man macht Schaden, aber es ist immer noch nutzlos. Außer in ganz, ganz seltenen Fällen. Also, Ziel Nummer 2 hat Wargaming auch nicht erreicht, meiner Meinung nach. Und Ziel Nummer 3, es ist schwierig einzuschätzen, wie viel Schaden man machen kann. Sorry, Wargaming, das lag noch nie an der Mechanik, es lag schon immer an der Kanone und an der Erfahrung. Wenn man mit einer großen HE-Kanone wie dem FV 405 auf Ziele geschossen hat, wusste man ungefähr, worauf man rechnen konnte. Sind es 700 Schaden, sind es 400 Schaden, wenn ich dahin schieße, werde ich wahrscheinlich mehr Schaden machen. All das wusste man.
Und das war auch nicht überraschend. Ja, das ist völliger Quatsch. Und deshalb sehe ich auch hier das Ziel nicht erreicht oder nur zum Teil erreicht. Und somit muss ich leider sagen, dass der Test besser war als der HE-Test von vor 1,5 Jahren. Allerdings finde ich, der ist auch hier gescheitert. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, sollte HE jetzt einfach nur eine von drei Granaten werden, die man nimmt, um irgendjemanden doch nicht zu penetrieren, weil der Halldown steht, dann braucht man HE auch nicht. Dann kann man es auch rausnehmen. Den HE-Spam ein bisschen runtersetzen, finde ich okay. Ja, aber das kann man auch anders machen, indem man einfach die Pen-Werte vielleicht um 10% runtersetzt. Und zack, schon macht man eben weniger Schaden. Wäre der einfachere Weg gewesen. Gut, da man die Zahlen ja nie veröffentlicht hat, ist es vielleicht aber auch schwieriger. Ich weiß es nicht. So, also, die HE-Mechanik, einige Sachen finde ich okay. Gerade das im Kleinkaliberbereich finde ich super. Ist trotzdem nutzlos, aber das finde ich super. Und die großen, wie der LV, den Ehren-100 und den KV, kann man in die Tonne treten, sollte man sie nur mit HE spielen. Ja, schmeißt sie einfach weg. Ihr werdet dort keinen Spaß mehr haben. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Ründchen Ehren-100. Das werde ich jetzt allerdings nur dafür nehmen, dass ich ein bisschen quatschen kann im Hintergrund. Und hier sehen wir kurz mal, wie die HE-Granate durch eine Wand durchpfeffert. Das finde ich sehr, sehr gut. Ein, zwei Worte zum Test selbst. Wenn man eine Mechanik testet, dann sollte man auch eine Mechanik testen. Leider wurde ich nur mit Gold beschossen. Ich habe also kaum Erfahrung, wie es ist, mit HE beschossen zu werden. Ich kann euch nur sagen, wie es ist, mit HE zu schießen. Denn wirklich jeder ballert hier Gold. Finde ich albern, aber naja, so ist es. Zweitens, es gibt keine Testräume. Wargaming, wenn ihr einen Sandbox-Server, einen Test-Server macht, warum zum Geier kann man denn nicht testen? Oh Gott, den EBA haben wir krass verfehlt. Drittens, es sind ein paar Änderungen jetzt drin. Erstmal, die Granate wird halt im Schaden berechnet, je nachdem, wo wir treffen. Der Indikator zeigt es uns jetzt an, wie bei AP, Heat und so weiter auch. Finde ich gut. Der zeigt uns allerdings nicht an, wie viel Schaden wir machen. Oh, da zum Beispiel war grün, wir haben ihn durchschlagen. Sondern nur, ob wir ihn durchschlagen können. Ja, nein. Ne, rot, nein. Grün, ja. Orange. Und das ist auch ein Problem. Denn eins der Ziele, was sich Wargaming gesteckt hat mit dieser Änderung, war vorhersehbaren HE-Schaden. Ja, ich kann euch sagen, entweder ganz oder null. Ja, es gibt nur eins oder null. Das hier zum Beispiel, bumm, das war eins. Und wenn wir jetzt auf etwas anderes schießen, wo wir nicht durchkommen, ist null. Wir machen schlichtweg keinen Schaden mehr. Wir haben eine 150 mm Kanone. Und die macht, ihr werdet es hier noch sehen in dem Spiel, absolut keinerlei Schaden an gut gepanzerten Fahrzeugen. Für gut gepanzerte Fahrzeuge ist das natürlich vom Vorteil, denn sie können dadurch kaum aufgehalten werden. Aber das entspricht genau dem Gegenteil zum Balancing von World of Tanks. Denn hier zum Beispiel, ne, wir hätten hier normalerweise 400 bis 600 Schaden erwartet auf dem Testserver. Wir haben 200 gemacht. War nicht viel. Das Problem, warum so viel HE geschossen wird, ist nicht, dass HE so geil ist, sondern dass es oftmals keine andere Möglichkeit gibt. Die Power Creeps wie FV 420, schieß mich tot, dann das Objekt 279, was haben wir noch? Chrysler auf Tier 8, Defender auf Tier 8, ja. All diese hardcore gepanzerten Fahrzeuge, die in bestimmten Situationen, in bestimmten Spielstellen sehr, sehr stark performen in guten Händen und oftmals kommt man nur mit als gute Hand dort ran an die Fahrzeuge, gerade bei den Premiums auf Stufe 10. Die sind das, was das Spiel kaputt macht. Es kann nicht sein, dass um ein Symptom herum gebalanced wird, welches man einfach dadurch lösen kann, dass man eben diese Power Creeps wie den FV Chieftain 907, Objekt 279 und wie sie alle heißen, einfach mal einen Weakspot gibt brutal. Ja, dass man nicht völlig machtlos ist, wenn die Dinger auf einen zurollen oder in der guten Position stehen. Ja, da kann man nur auf Artillerie hoffen, man kann nur flankieren. Oftmals ist es halt nicht möglich, weil Schlauchmaps. Und die einzige Möglichkeit ist es dann, HE zu schießen. Und genau das wird durch diesen Test entfernt. Das heißt, man balanciert hier an einem Symptom herum, welches man durch einen ganz anderen Geist erschaffen hat. Und das finde ich nicht gut. Wow, 146 Schaden auf einem 60 TP unterwandern mit HE. Läuft, würde ich sagen. HE ist richtig gut geworden. Das Einzige, was sie wirklich geschafft haben, ist, dass Kleinkaliber tatsächlich ein bisschen HE-Schaden machen. Der Schaden ist nutzlos. Ja? Du brauchst ihn nicht im Battle. Brauchst du schlichtweg nicht. Außer jemand cappt. Und du kommst vielleicht nicht durch. Das ist die einzige Möglichkeit,
Haie zu schießen. Und das ist das einzige Achievement, was ich hier sehe auf dem Testserver, außer der, dass die Granaten halt durch Dinge durchfliegen können. Das sind die einzigen beiden Achievements, die ich sehe mit diesem Test. Alles andere ist komplett am Spiel vorbei, am Balancing vorbei entwickelt. Und jetzt werden wir gleich drauf gehen wahrscheinlich, weil der wird uns holen. Ja, hey, wir haben immerhin die Kette gezogen. Wargaming hat ein anderes Problem, ein viel, viel größeres. Erstens, wir haben immer noch ein völlig unübersichtliches Crew-System. Zweitens, wir haben ein leicht unübersichtliches Balancing-System. Drittens, wir haben Power-Creeps, die absolut nicht, ja, da ist es passiert, da sind wir tot, die absolut nicht zu stoppen sind in richtigen Händen, wenn man nicht die richtigen Tools hat. Und durch diesen Test wird uns eins dieser Tools genommen. Es ist toll, wenn man im Objekt 705 irgendwo Sidescrapt und HE-Schaden macht uns jetzt absolut gar nichts mehr, weil durch Sidescrap wird die Panzerung effektiver, dementsprechend macht HE einfach keinerlei Schaden mehr. Null! Und das ist nicht der richtige Weg. Ja, ein sidescrapendes Monster umgehst du einfach, wenn es nicht möglich ist, schießt du es halt mit HE platt. Dauert halt eine Weile, aber solange hat er ja auch Zeit zu reagieren. Und genau das wird uns jetzt genommen. Und zwar, indem man die komplette Mechanik ändert und von wegen vorhersehbarer Schaden, dem ist nicht so. Sämtlichen Schaden, den ich hier gemacht habe, habe ich nicht vorhersehen können. Ob ich durchschlage, ja. Aber auch das zählt oftmals nicht, weil die Granate halt auch abweichen kann und dann trifft sie eben nicht genau den grünen Punkt, den man getroffen hat, sondern irgendwas Oranges, Rotes daneben. Und dann ist es nicht vorhersehbar. Und das ist einfach komplett am Meta, am Spiel vorbei entwickelt. Sorry Wargaming, das ist kein Balancing, das ist Quatsch. Und da die Artillerie nicht mal drin ist in diesem Test, was auch immer das ist, hat das Ganze null Aussagekraft. Die Power Creeps, größtenteils die Power Creeps, wie 907 FV und 279F, sind alle nicht im Test drin. Wie soll man denn da sehen, ob sich da was bessert? Das Einzige, was wir gesehen haben, ist, dass ein Type 5 mit HE nicht mehr zu knacken ist. Null Chance. Du machst 50, 60, 70 Schaden an dem Ding frontal. Keine Chance. Du machst gar keinen Schaden. Dass wir ja durch Ketten durchschießen können, ist vielleicht auch nicht so geil. Wenn man auf eine Kette schießt, man trifft oftmals das erste Laufwerk, sollte eine Granate nicht dort durchfliegen können, Wargaming. Das ist Blödsinn. Die sollte dort explodieren und die Kette ziehen. Also, Balancing, gut und schön, aber so wie es hier macht, ist es fatal. Und sollte das so kommen, kann man die ganzen großen Brocken, wie den KV-2, den FV-405 Stage 2 und den FV-183er, wobei das ist ja Prämie, der wird ja nicht angefasst, die wird man alle in die Tonne treten können, weil sie nicht mehr spielbar sind. Natürlich kann man immer noch Dinge durchschlagen, aber wenn man nichts durchschlägt, macht man gar keinen Schaden mehr. Und das ist doch nicht Sinn der Sache. Ich weiß nicht, ob das Balancing-Department von Wargaming nur für einen ganz kleinen Teil balanced, und das sind diejenigen, die ganz oben stehen und die 279s und so weiter perfekt fahren. Ja, die freuen sich natürlich über diese Änderung. Aber der Großteil der Spieler, sagen wir die 99 anderen Prozent, die das Ding nicht in der Garage haben, die nicht unbedingt damit umgehen können, wenn sie es in der Garage haben, oder die einfach andere Sachen an den Tag legen oder andere Wertigkeiten für das Spiel, die vielleicht nur 2-3 Mal die Woche spielen oder so, die werden damit riesen böse Überraschungen haben und einfach überfahren werden von eben guten Spielern in den Dingern. Und da jetzt noch eine Option wegzunehmen, die aufzuhalten, finde ich albern, finde ich den falschen Weg. Und dass Premiums nicht angefasst werden und der KV2 nutzlos wird und der KV2R dagegen wird nicht angefasst, spricht Bände. Übrigens, das hier war einer der geilsten Kills, die ich je gesehen habe. Ja, so viel erstmal zu meinen Eindrücken. Kommen wir ganz kurz noch zu einem der Dinge, die Wargaming hier angesprochen hat. Es sollte ja jetzt eine Hash-Mechanik da drin sein. Wir sollten ja mit HE auf Dinge schießen können und dann sollten uns irgendwelche Teile im Gegnerpanzer entgegenkommen. Ja? Habe ich schlichtweg nicht erlebt. Ja, kaum. Die Verteilung von Verlusten im gegnerischen Panzer, die ich mit HE getroffen habe, ist genauso hoch gefühlt wie auch auf dem Live-Server. Das heißt, diese tolle Splitter-Mechanik, dass wenn man mit HE auf den Turm schießt und dann splittert da irgendwas drin, die ist schlichtweg nicht existent. Ich weiß nicht, ob die Chance 0,01% höher ist. Hier haben wir einen Radio-Operator rausgenommen und hier einen Gunner von allen Fahrzeugen. Die hätten wir aber ganz ehrlich auch so erwischt. Also, soviel erstmal zu meinen Gedanken. Ich halte den Test für albern und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüssi.